Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Heute jetzt zum letzten Spiel in der Runde, wieder Zombidle. Ihr seht mich hier im Moment im Nightmare-Modus stehen, den ich also inzwischen schon ganz gut im Griff habe. Also natürlich habe ich noch lange nicht gemeistert, aber ich schaffe in den ersten zwei Königsreichen zumindest einige tausend, zumindest einige hundert Level. So, aktivieren wir erstmal das da und dann gucken wir mal, was hier jetzt aktuell ansteht. Ja, jetzt habe ich natürlich nur noch 10 Stunden übrig, aber ich hoffe, vielleicht schaffe ich es dann heute noch, weil mein Ziel war jetzt aktuell, die 4600 auf 5000 anzuheben, um die nächste Medal zu aktivieren. So, mit der nächsten Medal habe ich die White Ops Drops verdoppelt. Aktuell liege ich jetzt bei 140.000. Also ich müsste noch etwas, also entweder, na, ich brauche noch 400.000. Das heißt, ich brauche eigentlich noch 3 Resets. Einen sollte ich nicht allzu weit entfernt sein. Das heißt, ich muss noch 3-mal dort die Runde machen. Dann das Ganze verdoppeln. Also eben über die Medal nochmal verdoppeln. Das heißt, ich lege fast bei 300.000 und dann ist nämlich mein Ziel, bevor diese 10 Stunden um sind und die Double, das Event für die Double White Orbs wieder endet, weil auf jeden Fall in den nächsten 4 Tagen steht da nichts weiter an, möchte ich nämlich noch von dem aktuellen Event, es ist aktuell eher so ein Kurzevent, weil sie haben es geschafft, also hier ist sozusagen die Info. Das heißt, sie haben es geschafft, ihr Spiel Just Shape and Beats fertigzustellen und es ist jetzt eben auf Steam und Nintendo Switch verfügbar. Wenn es euch interessiert, schaut einfach mal rein. Das sind keine Free-to-Play-Spiele, sondern das kostet dann auch ganz normal Geld, also bevor ihr spielen könnt. Auf jeden Fall, ja, für mich erstmal hier aufzuräumen, so erstmal hier die Mission zu vervollständigen, weil für mich gilt es auch, die letzten 1000 Gems aktuell zu sammeln. Big Black. Okay, holen wir erstmal die Kohle. Also Schritt für Schritt Kohle einsammeln. Kein Upgrade. So, und dann haben wir die Kohle auf den Kopf mit den Max-Funktionen. Und schauen schon mal, dass du hier an eine Stelle kommst, wo du vernünftig Sachen farmen kannst. Und während du das machst, mache ich jetzt die beiden Upgrades. Also Karl kann ich aktuell nicht upgraden, weil der ist eh schon ziemlich am Maximum jetzt. Aber ja, Giant Zombie und Big Black ist auf jeden Fall überhaupt kein Problem. Da gibt es noch genug Puffer. Dann kann ich meine nächsten 10 Diamanten einsammeln. So, der Time Warp ist dann nachher auch gleich vervollständigt und Upgrade Call ist nach dem Reset auf jeden Fall möglich. So, das nächste ist dann Arcane. So, erstmal die ganzen Sachen einsammeln, das dauert noch einen Tag. So, jetzt ist natürlich die Frage, wofür nutze ich das Ganze jetzt? Hier bin ich jetzt aktuell dabei, möglichst die Items einzusammeln, um weiteren Schrott herzustellen, weil ich nämlich mit diesem Schrott beabsichtige, diese Arcane-Slots hier noch aufzuleveln. Das Einzige ist, ich brauche dafür 50 pro Slot, um noch hier die letzte Stufe auch zu aktivieren. Und das heißt, ich brauche insgesamt 250 von diesen Batterien. Und dafür brauche ich 500 mal den Schrott. Weil um eine so eine Batterie herzustellen, brauche ich 2-mal Rubbish und ein Ektoplasm. Und deswegen dauert das eine ganze Weile. So, dann kann ich jetzt hier aber erstmal diese Sachen rausholen. Genau, dazu brauche ich den Vierer dann, um dort ein Rare herzustellen. Das nächste mache ich dann mit den anderen blauen Items. Da brauche ich dann nur noch einen Dreier. Und mal schauen, was jetzt noch zu erledigen wäre. So, da gibt es auf jeden Fall noch die Möglichkeit, weitere zu aktivieren. Hier habe ich noch einen Zweier, den will ich auf jeden Fall auch raus haben. Einfach damit ich so wenig Item-Stapel letztlich wie möglich habe, damit das alles ein bisschen übersichtlicher bleibt. Aber das war's soweit. So, und dann kann ich jetzt hier noch eins aktivieren, um dort eben für meine beiden Hauptfiguren, Haupt
Soldaten, Armeen, wie auch immer, dort das zu aktivieren. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich die eine Stunde dann nochmal ablaufen lasse. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier noch ein paar eben Ringe aktivieren, um dort das Rubbish herzustellen. Ich habe jetzt natürlich nicht so viele Zutaten, um das alles nur mit diesen ganz niedrigen Items zu machen, sondern ich nehme dann auch die 2-Sterne-Items, einfach um das schneller hinzubekommen. Und damit sind die 0-Sterne-Items schon alle. Und ich gehe das dann jetzt hier der Reihe nach durch, wo halt jetzt die meisten 2er-Sterne sind, und verwende die entsprechend weiter. So, ich werde jetzt tatsächlich erstmal die Batterien kräften, soweit es halt möglich ist. 3 Stück kann ich auf jeden Fall herstellen, aufgrund der Ektoplasm-Sachen. Und ansonsten brauche ich halt noch ein Ghost. Und die 10-11 Minuten werde ich jetzt erstmal laufen lassen und den Boost später aktivieren, wenn ich dann tatsächlich dort mehr Nutzen draus ziehen kann und nicht dann nur 10 Minuten, plus natürlich das, was in die Batterien einläuft. Aber es ist da auf jeden Fall praktischer, das direkt von der Quelle aus zu verwenden. So, dann machen wir das hier jetzt noch, den letzten, ich glaube, das ist der vorletzte. In der Zeit kann ich hier schon mal die Gems, die eben hier gedroppt werden, vielleicht 11, vielleicht 14, mal gucken, kann ich die schon mal aktivieren und kann zumindest schon mal nachgucken, was hier... Okay, das ist natürlich jetzt ein 8-Stunden-Kraft, dann ist es egal, dann aktiviere ich den jetzt natürlich schon. Weil den kann ich nicht rückgängig machen, sondern den kann ich nicht später nutzen, sondern dann mache ich den doch gleich. Und dann ist natürlich jetzt der Punkt, also ich habe jetzt nicht vor, hier weitere von diesen Items zu kräften, aber den da werde ich auf jeden Fall machen, weil dann habe ich da nämlich schon die zweite Pyramide oder das zweite Prisma, dann kann ich nämlich einen weiteren Shard herstellen. Machen wir aber erstmal das Crafting für die Batterien zu Ende. So, dann sind die Batterien soweit abgeschlossen. Dann machen wir noch einen Ghost Craft. Und dann packe ich hier nämlich, also einen Shard kann ich über den Shard machen. Und hier kann ich jetzt den zweiten Shard entsprechend über die beiden Pyramiden plus ein Death Magen Jar herstellen. Weil ich brauche noch insgesamt 3. Also 2 habe ich ja dann schon und den dritten brauche ich dann, um den nächsten Greed Shard herzustellen. Und die beiden Greed Shards müssen dann kombiniert werden zu eben dem großen Fortune Shard. Ich stelle jetzt mal wieder 3 von den Power Cubes her und kann das Ganze Ding dann dazu nutzen, um hier einen weiteren Mega Cube herzustellen. So. Dann habe ich jetzt eigentlich nur noch die beiden Slots, wo ich mir jetzt noch überlegen kann, packe ich jetzt doch nochmal so eine 3-Stunden-Kombo rein, damit im Endeffekt nicht so viel verloren geht von der Zeit, von den 8 Stunden, die ich da als Boost eben noch nutzen kann. Und mal gucken. Also von den klassischen hier ist jetzt nicht sinnvoll zu boosten, weil die bringen natürlich mehr. Wenn ich davon 2 rein tue, verliere ich sogar Prozente. Deswegen warte ich da dann noch ab, bis ich da wieder die passenden 2er bekomme. Also der hier ist im Moment am schwächsten ausgestattet. Das heißt, da mache ich dem einfach noch 2 Kombos rein und benutze dafür dann die 3 Stunden. Aber eben nicht die 3er-Kombo, sondern die andere ist dann noch eine 2-4er-Kombo. Einfach um das gleichmäßiger zu verteilen. So. Und dann nehmen wir jetzt den Boost in Anspruch. So, damit sind die natürlich abgeschlossen und ich starte hier gleich die nächsten Ghost-Kräfte, damit ich eben die nächsten Prismen vorbereiten kann, um weitere Greed-Splinter herzustellen, bevor das Ganze abgelaufen ist. So, ich glaube einer, genau, der hier war jetzt noch möglich. Bei dem brauche ich jetzt noch ein bisschen und dann gucke ich mal, dass ich jetzt hier eben noch die restlichen Diamanten zusammenbekomme. Also 480 stand jetzt vorhin. Mal sehen, also 491 müsste mindestens möglich sein, wenn ich nicht vorhin jetzt schon versehentlich irgendwelche Diamanten aktiviert hatte. Und der ist jetzt schon relativ weit durchgelaufen. Das passt. Wenn der bis 500 kommt, dann ist es okay, weil
also beziehungsweise bei 5500. Das ist auch der Wert, wo ich jetzt zuletzt den Angel schon wieder besiegt habe mit einem kleinen DPS-Boost, den da dann aktiv war. Und deswegen habe ich jetzt hier auch den nächsten kleinen Orb-Splinter. Leider brauche ich erst noch den dritten. Dann hätte ich den, dann könnte ich einen weiteren Orb-Shared zusammen zu einem Orb-Crystal wiederum kombinieren. Aber dazu brauche ich halt noch einen weiteren Splinter, den ich hoffentlich dann beim nächsten 5750 bekomme, wenn ich das nächste Mal gegen den Angel kämpfe. Inzwischen habe ich den Divine Hand Mirror schon ein zweites Mal bekommen. Und da ist die nächste Scroll. All Damage 60 für 60 Sekunden, okay. Kann ich jetzt nochmal aktivieren, um noch einen kurzen Boost zu bekommen. Aber so viel dürfte der jetzt eh nicht mehr bringen. Aber zumindest da kommen noch die nächsten Diamanten. Nach dem Reset sollten die Diamanten noch ein bisschen schneller droppen, weil irgendwie scheint es dann, wenn gerade ein Reset gewesen ist, dort leichter zu sein oder zumindest mehr Mannequin rumzuspuken. Also die beiden sind dann eh gleich jetzt durchgelaufen, weil es war ja fast eine Stunde noch dort in der Batterie. Dann machen wir jetzt mal den Reset, einfach damit es schon mal losgeht. Also eben 144.000 bekomme ich jetzt schon mal davon. Wie gesagt, mir fehlen hier jetzt noch 400.000, um die nächste Stufe zu erreichen. Und jawohl. Hier kann ich nicht viel ausrichten. Mal gucken, ob die 6 Level... Ja, die 6 Level gelten bereits als Up... Ne, das war der Time Warp. Okay. Nein, die 6 Level gelten nicht als Upgrade. Also gut, dann kaufe ich die selber. Dann gelten sie aber. So. Also, jetzt machen wir hier die 100er. Um einfach die ganzen Skills kaufen zu können. Also hier im Albtraum, im Nightmare Mode, kann ich auf jeden Fall noch keinen Fuß fassen. Auch mit den ganzen Boni hier. Das heißt, mit dem, was meine Monster grinden, komme ich hier aktuell auf einen Schaden von 175. Das ist hierfür halt noch um 30, 40 Exponenten zu wenig. Deswegen muss ich eben wieder zurück in die klassische Welt, in der ich inzwischen auch geschafft habe, den letzten, das letzte Königreich, also den letzten König sowieso, aber auch den letzten Magier zu besiegen. Da gab es noch eine Besonderheit, als ich den Magier besiegt habe und dann den Reset gemacht habe, war ich im Nightmare Mode und dann ist der Magier nicht aufgetaucht. Also ihr müsst, ich weiß nicht, ob ihr generell in dem Königreich sein müsst, aber ihr müsst auf jeden Fall, also ich habe dann ein Reset gemacht, wo ich es über ein Portal resettet habe in dem Königreich und dann ist auch der Magier aufgetaucht. Wenn ihr im Nightmare-Modus resettet, kann es eben sein, dass der Magier von dem König, den ihr jetzt besiegt habt oder neu besiegt habt, nicht auftaucht. So, hier ist dann jetzt gleich der nächste Sprung und ich lasse das dann jetzt hier einfach mal weiterlaufen. Ein bisschen Zeit ist ja wie gesagt noch, um dann hier die Boni zu nutzen und das Ding wenigstens dreimal zu kaufen. Ich hoffe, dass dieses Event oder beziehungsweise diese Währung noch lang genug verfügbar ist, damit ich auch die letzten beiden neuen Unique Items, die halt nochmal jeweils 2500 kosten, noch kaufen kann und ich die nicht später gegen Edelsteine kaufen muss. Zwei habe ich schon gekauft, und zwar nämlich einmal das hier, Pentagon, das die Kosten für den Monolithen, also Karl, nochmal reduziert hat und nochmal 25% Bonus auf Karl, weswegen Karl bei mir jetzt nicht 3, sondern inzwischen 3,85 Multiplier-Faktor hat, was eben sehr hilfreich ist, auch im Nightmare-Modus zu bestehen. Der Nightmare-Modus ist, außer dass er grau ist, eigentlich sonst nicht viel zu sehen, weil es gibt keine Monster, es gibt keine Kisten, es gibt keine Könige, beziehungsweise Könige gibt es wahrscheinlich, die habe ich nur noch nicht geschafft, aber dieses ganze Drumherum gibt es halt nicht. Was ich euch noch zeigen möchte, da muss ich jetzt hier natürlich nochmal verlassen, ich habe nämlich jetzt inzwischen tatsächlich geschafft, alle Elemente oder alle Uniques, die es sonst noch so gab, zu kaufen. Das heißt, auch hier der letzte Item-Dump ist leer, alles rausgekauft. Weil der Vorteil ist mit dem aktuellen Event, ich weiß nicht, welche Items alle runtergesetzt sind. Auf jeden Fall die letzten Items, die ich benötigt habe, sind runtergesetzt gewesen. Und deswegen habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt und gleich hier die letzten Items leer gekauft. Und hier die anderen Item-Dumps sind alle schon leer,
Das waren ja so die letzten, in denen ich noch eingekauft habe. Aber es gibt nichts mehr zu holen. Also für mich zumindest nicht. Vielleicht habt ihr ja noch eine ganze Menge, was ihr an Items benötigt oder beziehungsweise was an Items für euch verfügbar ist. Weil ob alle benötigt werden oder nicht, kommt halt drauf an. Meine letzten beiden oder zwei der letzten beiden waren eben nochmal kombinierte Event-Items. Mal gucken. Das eine dürfte das Bonbon gewesen sein, weil das waren die Lollis, die sich dann, oder Bonbons, die sich halt eben auf dieses Item kombinieren haben lassen, um eben nochmal die Orb-Drops auf 20% zu steigern, um 20% zu steigern. Oder was der Lollipop? Eins davon war es auf jeden Fall, oder wahrscheinlich waren es die beiden, der Lollipop und die Bonbons, die mir halt noch gefehlt haben. Das heißt, das sind jetzt auch die letzten Items. Mal gucken, wo war der Store? Genau hier. Weil hier im Store gibt es ja eben genau diese Sachen hier, wo man einen so einen Lolli schon bekommen hat. Okay, das Event hatte ich eh schon komplett mitgemacht. Na. Genau. Also eins war auf jeden Fall dieser Lolli, wo eben dieses Candy-Ding bekommen ist, was somit jetzt schon. Ja, erledigt ist. So, genau, da kommen jetzt noch die letzten Gems. Ja, jetzt sind wir schon bei 500. Genau, 10 habe ich ja jetzt dazu bekommen. Das heißt, statt 591 werden es jetzt 501 sein müssen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon 12 statt 11 bekommen. Aber ich denke, das war es dann auch. Also, damit sind die alle eingesammelt. Hier gibt es jetzt nichts weiter, da kommt kein weiteres. Maurice dauert noch ein bisschen, habe ich noch ein bisschen Zeit, kann ich noch ein paar Gemmen wieder bekommen, indem ich die Bounties vorher erfülle, bevor das resettet wird. Und jetzt habe ich halt noch die 9 Stunden und 41 Minuten, um mein Ziel, 2 Resets noch und dann 3-mal den Double White Orb in der Verdopplung nochmal zu kaufen, wenn der andere. Wenn die andere Medaille halt aktiviert ist, nachdem ich dort den Durchlauf gemacht habe und das nochmal möglichst maximiert habe, weil es bedeutet, ich bekomme dann ja, 300 pro 1000 und das heißt, ich komme zumindest dann der 10 gleich wieder um eine ganze Stelle näher. Das heißt, ich kann von 5,0 dann auf 5,9 sozusagen hochspringen. Einfach nur, indem ich das Geld dass ich diese Just Shape and Beats, diese Beats halt ausgebe. Und ich hoffe, dass ich dann noch weitere 5000 Beats einsammeln kann, um die beiden Unique Items einzusammeln. Mal sehen, wie lange das Event läuft. Ansonsten hier sind eben die letzten beiden. Das war noch der Wurtopia Wizard, der natürlich, nachdem ich den King besiegt habe, also hier seht ihr, der King ist auch so ein Vogel, den ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, aber ihr habt da dann eine grobe Vorstellung davon. Und das sind letztlich auch dann alle Sachen hier vervollständigt. Das letzte, was ich glaube ich beim letzten Mal noch nicht hatte, waren hier auch irgendwelche 5000er Level. Genau, dass ich Level 5000 geklärt habe. Das ist halt inzwischen auch abgeschlossen. Deswegen also allzu viel gibt es bei Zum Beidel aktuell auch nicht mehr zu tun. Ich bin gespannt, wie weit sie mit weiteren Updates jetzt noch irgendwas ergänzen, was dann das Spiel natürlich noch interessanter macht und verlängert. Und nicht nur im Endeffekt diese White Orbs, die ja inzwischen schon bis 2,5 S2 hochgestuft sind. Also es läuft immer auf eine Verdopplung momentan hinaus, eben von dem 5Q. Beziehungsweise sogar mehr als das, also der Anstieg dann. Aber es ist immer der Wechsel dann wieder DPS mal 5, Skull mal 5, White Orb mal 2. Und so wiederholt sich das Ganze dann von 25, 50, 100. Das sind die drei Verdopplungen. Dann gibt es einen Sprung, 2,5-fache Verdopplung. Dann kommt das 1Q, dann das 10Q, 100Q. Und dann eben das 1S, 100S, 250S und 1S2 ist dann letztlich aktuell das letzte. Also Skull Value, White Orb und dann Non-Tap. Das sind sozusagen die drei. Also das White Orb steht eigentlich immer in der Mitte.
Nehme ich jetzt mal an, weil zumindest das immer die gute Reihe mit dem zweimal verdoppeln ist, bevor halt hier der 2,5-Faktor dann greift. Also irgendwo so 9-mal müsste ich diese Kaskaden noch durchmachen, dann hätte ich auch aktuell die Death Medals, die zuletzt hinzugekommen sind, erfüllt. Keine Ahnung, wie lange das tatsächlich dauern würde. Das nächste Ziel ist jetzt eben noch die Hölle auszubauen. Also als letztes soll jetzt noch hier in der Hölle ergänzt werden. Die sind jetzt hier alle soweit schon auf Level 9, außer der Bank. Also die sind alle auf Maximallevel, außer der Bank. Da fehlt mir noch ein Upgrade, deswegen eben das Sammeln auf die 1000 Diamanten, um dann letztlich hier das letzte abzuschließen. Hier ist natürlich alles schon erledigt. Ebenso hier, hier gibt es nur maximal Level 7. Der ist ja auch schon lange erledigt, damit eben diese zwei Item-Verminderungen, dass ich halt statt 30 nur 20 Items brauche für das wöchentliche Item und somit mir letztlich die 10 auf jeden Fall zur Verfügung stehen, um Diamanten zu machen, womit ich ja, also 50 Diamanten allein schon über das Einsparen dieser 10 Bounties für das Item gewinnen kann. Das weitere hier das Chaos Resort, was ich ja möglichst schnell auf Stufe 7 dann aufgebessert habe, damit ich eben hier für eine Scroll 9 Gems bekomme. Und was sich jetzt auch noch geändert hat, die Lachscroll, die hier bezogen werden kann, die ja normalerweise 10 Gems zur Verfügung stellt, ist jetzt natürlich mit dem Event und dem Start dieses anderen Spiels, haben sie das jetzt auf 20 Gems erhöht. Das heißt, wenn ihr die Lachscrolls findet, bekommt ihr doppelt so viele Gems als bisher. Mir fehlt nur noch dieses Monster hier für die letzte Stufe, damit ich alle Kisten letztlich automatisch dann auch anklicken kann. Aber dazu brauche ich 750T und ich habe festgelegt für mich, dass ich halt die erst ausgebe, wenn das maximal 10% ausmacht. Und gleichzeitig muss ich natürlich noch 5 solche Pyramiden vorbereiten und einen so einen Splinter. Das heißt, das ist noch ein bisschen aufwendig tatsächlich, bis ich den Black Knight dann tatsächlich erwerben kann. Ansonsten für alle anderen ist schon das dritte und beziehungsweise vierte maximale Monster schon erreicht. Und hier seht ihr, mein Engel wartet schon darauf, bei 5750 dann wieder versohlt zu werden und mir hoffentlich ein interessantes Item zu geben. In dem Fall hoffentlich dann der Splinter, damit ich da dann... Ja, die Vervielfachung ist natürlich auch noch sehr, sehr spannend. Also hier dann, dass nochmal ein Faktor 4 dazu kommt, also statt hier nur 20%, mit dem nächsten dann 30%, bekomme ich hier halt dann den nächsten 2er-Multiplikator und dann beide zusammen einen 6er-Multiplikator. Das heißt, statt 12 hätte ich dann 18, beziehungsweise im Moment 14 hätte ich dann 18. Also es ist dann nicht mehr ganz so groß die Steigerung, aber es ist dann, sollte noch einen signifikanten Effekt machen, um halt da weitere Crystals zu bekommen oder noch schneller, womit dann eben wiederum der Erfolg für die Death Medals dann umso schneller erreicht werden sollte. Ja, mehr gibt es hier heute eigentlich auch nicht zu sagen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun und wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal bei Zum Beidel wieder vorbei und nehmt das Event noch mit, beziehungsweise eben nutzt die Gelegenheit, dass die alten Events-Items teilweise, eventuell sogar alle, weil ich habe sie ja schon gekauft, ich kann das für die anderen nicht überprüfen, im Moment rabattiert sind und für die Hälfte der Edelsteine der Diamanten zu kaufen ist. Also, soweit heute von Zum Beidel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal gucken, was es dann beim Zum Beidel noch Neues gibt. Also, tschüss!